seien der Punkt A mit Koordinate 1, 0, 2, der Punkt B mit Koordinate 1, 0, 4 und der Punkt C mit Koordinate 3, 5, 7 in einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes. Klein a, bestimme den Ort der Punkte P so, dass ABP ein gleichseitiges Dreieck ist. Gib die Art des Ortes an. Klein b, bestimme die Distanz zwischen dem Punkt C und der Geraden AB. Klein c, berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Klein d, berechne den Kosinus des Winkels ABC. Und klein e, bestimme die Gleichung der Ebene ABC. In diesem orthonormierten Bezugssystem des Raumes zeichnen wir die drei angegebenen Punkte A, B und C. Wo diese Punkte sich befinden, erkennt man besser durch diesen Quader, sowie auch durch diese grüne Strecke. In klein a suchen wir den geometrischen Ort aller Punkte P, für die gilt, die Distanz zwischen A und P ist gleich zur Distanz zwischen B und P, ist auch gleich zur Distanz zwischen A und B. Ein Punkt P mit Koordinate x, y, z gehört zum geometrischen Ort, den wir suchen, dann und genau dann, wenn das Dreieck ABP gleichseitig ist. Der Abstand zwischen A und B beträgt 2. Also müssen die Abstände zwischen A und P und zwischen B und P ebenfalls gleich 2 sein. In diesem orthonormierten Bezugssystem können wir den Abstand zwischen A und P berechnen durch die Quadratwurzel von Abszisse x minus Abszisse 1 im Quadrat plus Ordinate y minus Ordinate 0 im Quadrat plus Lot z minus Lot 2 im Quadrat. Und dieser Abstand muss gleich 2 sein. Wir nehmen diese Gleichheit beidseitig im Quadrat und somit finden wir, dass die Summe dieser drei Quadrate gleich 4 sein muss. Wir berechnen auf die gleiche Weise die Distanz zwischen B und P. Diese Distanz ist gleich zur Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat plus Lot minus Lot im Quadrat. Und diese Quadratwurzel muss gleich 2 sein. Auch hier nehmen wir beidseitig das Quadrat und finden so, dass die Summe dieser drei Quadrate gleich 4 sein muss. Aus diesen zwei Gleichheiten können wir sofort schließen, dass z minus 4 im Quadrat gleich z minus 2 im Quadrat ist, also so. Und diese Gleichheit ist gültig in genau zwei Fällen. Entweder z minus 4 ist gleich z minus 2 oder z minus 4 ist gleich minus z minus 2, also 2 minus z. Der erste Fall führt zu 4 gleich 2, also Nonsens. Dieser Fall führt zu gar nichts. Der zweite Fall führt sofort zu z gleich 3.
Also, alle Punkte P des geometrischen Ortes haben als Lot 3. Die Koordinate der Punkte P kann also so geschrieben werden, x, y, 3. Jetzt drücken wir nochmal aus, anhand von dieser Koordinate, dass der Abstand zwischen A und P 2 ist. Das führt dann sofort zu dieser Gleichung, in der wir z durch 3 ersetzen, also so. Und das ergibt die Gleichung x minus 1 Quadrat plus y Quadrat gleich 3. Alle Punkte des geometrischen Ortes L befinden sich in der horizontalen Ebene mit kartesischer Gleichung z gleich 3 und befinden sich ebenfalls auf dieser Kreislinie mit Zentrum 1, 0, 3, 1, 0, 3 und mit Radius Quadratwurzel von 3. Das Ganze, wie gesagt, in der horizontalen Ebene mit Gleichung z gleich 3. Der geometrische Ort ist also diese Kreislinie. Jetzt beobachten wir das Dreieck ABP, wenn P auf dieser Kreislinie fährt. Das Dreieck ABP bleibt effektiv gleichseitig. In klein b suchen wir die Distanz zwischen dem Punkt C und der Geraden AB. Also suchen wir die Distanz zwischen dem Punkt C und diesem Punkt D. Bezeichnen wir diese Distanz mit klein d. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras sofort klein d ist gleich zur Quadratwurzel von 5 im Quadrat plus 2 im Quadrat. Und somit haben wir die gefragte Distanz schon gefunden. Sie beträgt Quadratwurzel von 29. In klein c suchen wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC. Dieses Dreieck befindet sich in dieser grünen vertikalen Ebene. Der Flächeninhalt von dem Dreieck kann berechnet werden durch Basis Abstand zwischen A und B mal Höhe klein d geteilt durch 2. Der Abstand zwischen A und B beträgt 2, die Distanz klein d beträgt Quadratwurzel von 29 und somit ist der Flächeninhalt von dem Dreieck ABC gleich zur Quadratwurzel von 29. In klein d suchen wir den Cosinus von diesem Winkel BAC. Dieser Winkel BAC kann aber auch ausgedrückt werden als Winkel DAC. DAC, das ist auch dieser blaue Winkel. In diesem rechtwinkligen Dreieck ADC erkennen wir, dass der Cosinus von dem Winkel DAC gleich ist zur Ankathete AD geteilt durch die Hypotenuse AC, also so. Die Distanz zwischen A und D ist gleich 5 und die Distanz zwischen A und C können wir schnell anhand der Koordinaten von A und C berechnen. Diese Distanz
ist gleich zur Quadratwurzel von 3 minus 1, also 2 im Quadrat, plus 5 minus 0, also 5 im Quadrat, plus 7 minus 2, also 5 im Quadrat. Der Nenner ist also die Quadratwurzel von 54. 54, das ist 9 mal 6, und die 9 kann aus der Quadratwurzel raus als 3. Jetzt multiplizieren wir noch Nenner und Zähler mit Quadratwurzel von 6, und somit finden wir als gefragten Kosinus 5 mal die Quadratwurzel von 6 geteilt durch 18. In klein e wird die kartesische Gleichung dieser grünen Ebene ABC gefragt. Diese kartesische Gleichung kann man schreiben in diese Form: Determinante gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten wird gebildet durch die Koordinate x, y, z eines beliebigen Punktes dieser Ebene ABC, minus, 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 die Koordinate von einem Punkt der Ebene ABC, ich habe hier den Punkt A gewählt, mit Koordinate 1, 0, 2, 1, 0, 2. Die zweite Spalte der Determinanten ist gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene ABC. Ich habe den Vektor AB gewählt, dessen Koordinate ist 1 minus 1, also 0, 0 minus 0, also 0, 4 minus 2, also 2. Die dritte Spalte ist gebildet durch einen Richtungsvektor der Ebene ABC, der aber nicht kollinear mit diesem Richtungsvektor ist. Ich habe hier den Vektor AC gewählt, mit Koordinate 3 minus 1, also 2, 5 minus 0, also 5, 7 minus 2, also 5. Und diese Determinante kann schnell gerechnet werden anhand der Minore von der zweiten Spalte, weil da zwei Nullen vorhanden sind. Diese Determinante ist also gleich zu 2 mal minus 1 wegen dem Platz von der 2 mal die Determinante x minus 1, 2, y, 5. Also diese Determinante ist gleich minus 2 mal x minus 1 mal 5, das heißt 5x minus 5, und dann minus y mal 2, also minus 2y. Und dieses Produkt ist 0, dann und genau dann, wenn diese Klammer gleich 0 ist. Und somit haben wir die kartesische Gleichung der Ebene ABC gefunden. Es ist die Gleichung 5x minus 2y minus 5 gleich 0. Wir erkennen, in dieser Gleichung kommt z nicht vor. Das ist normal, weil diese grüne Ebene ABC vertikal ist. Und somit ist die Übung beendet.